Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, sind 54% der Landesfläche Deutschlands zu einem Teilgebiet geworden. Auch Sie leben in einem Teilgebiet, aber was bedeutet das für Sie? Im Folgenden erklären wir Ihnen, warum Ihre Region ein Teilgebiet geworden ist. Die BGE sucht ein Endlager im tiefen Untergrund. Dort sollen die gesamten hochradioaktiven Abfälle Deutschlands dauerhaft und sicher lagern. Mindestens für 1 Million Jahre sollen die Abfälle von Mensch und Umwelt abgeschlossen sein. Dafür sind wir als Gesellschaft gemeinsam verantwortlich. Deutschland sucht ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Auf der weißen Landkarte wurden 90 Teilgebiete identifiziert, die näher untersucht werden sollen. Diese wurden in 3 Schritten ermittelt. Erstens, Ausschlusskriterien. Nur solche Gebiete werden weiter untersucht, die nicht aus einem der 6 im Standortauswahlgesetz benannten Gründe ausgeschlossen werden. Darunter fallen zum Beispiel seismische Aktivitäten und Vulkanismus. Zweitens, Mindestanforderungen. In Frage kommen nur Regionen, in welchen eines der 3 Wirtsgesteine, Tongestein, Steinsalz oder kristallines Wirtsgestein vorhanden ist. Außerdem müssen die Gebiete weitere Anforderungen erfüllen, zum Beispiel einen Mindestabstand zur Erdoberfläche sowie eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Drittens, geowissenschaftliche Abwägungskriterien. Alle identifizierten Gebiete werden Gegenstand einer geowissenschaftlichen Abwägung. Gebiete, die günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung erwarten lassen, sind im Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht worden. Hier stellen wir Ihnen das Teilgebiet 03100 vor. Es befindet sich in der Salzstruktur Berdum-Jever. Das Teilgebiet befindet sich im Norden von Niedersachsen, ca. 13 Kilometer nordwestlich des Jadebusens. Sie fragen sich vielleicht, warum in Ostfriesland, in einer Region, in der Sturmfluten möglich sind, ein Teilgebiet ausgewiesen worden ist. In dieser ersten Phase der Standortauswahl liegt der Fokus vollkommen auf der Geologie. Erst wenn mögliche Standorte mit einer vergleichbar guten geologischen Gesamtsituation miteinander verglichen werden, kommen auch andere Abwägungsgründe zum Tragen, beispielsweise der Naturschutz oder Hochwassergefahren. Das Teilgebiet besteht aus Gesteinsformationen mit dem Wirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung. Das Wirtsgestein Steinsalz besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Es kann Risse im Gestein unter Druck heilen, sie also selbst wieder verschließen. Steinsalz ist nahezu undurchlässig und hat eine hohe Eigenstabilität. Weniger gut ist unter anderem die hohe Wasserlöslichkeit und das geringe Rückhaltevermögen gegenüber Radionukliden. Im Untergrund Norddeutschlands existieren mehr als 400 Salzstöcke. Der Salzstock Berdum-Jever ist einer davon. Er besteht unter anderem aus Steinsalz. Es ist vor rund 255 Millionen Jahren durch Verdunstung aus einem flachen Meer entstanden. Das Meer wird als Zechsteinmeer bezeichnet. Im Laufe der weiteren geologischen Entwicklung ist das Steinsalz entlang von Schwächezonen aufgestiegen und hat sich zu steil stehenden Salzstöcken geformt. Zur Ermittlung der Teilgebiete wurden zunächst die Ausschlusskriterien angewendet. Um den Salzstock Berdum-Jever sind Gebiete durch die Ausschlusskriterien aktive Störungszonen, Bohrungen und Bergwerke ausgeschlossen worden. Für den Ausschluss genügt die Erfüllung eines Ausschlusskriteriums. Zu den aktiven Störungszonen zählen auch sogenannte Scheitelstörungen. Das sind Störungen, die durch den Aufstieg des Salzes gebildet wurden und sich oberhalb des Salzstockes befinden. Diese für Salzstöcke spezifischen Störungen führen nicht zu einem Ausschluss. Im nächsten Schritt wurden die Mindestanforderungen auf die verbliebenen Gebiete angewendet. Die Bearbeitung erfolgte mit Hilfe von 3D-Modellen des Untergrundes für den gesamten Zechstein. Die Mindestanforderungen gelten alle als erfüllt. Das Gebiet hat eine Fläche von 26 Quadratkilometern und ist maximal 400 Meter mächtig. Die Tiefe liegt zwischen 1120 und 1500 Metern unterhalb der Geländeoberfläche. Aufgrund der Zusammensetzung der Zechsteinformation sind ausreichend große Bereiche für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle mit einer sehr geringen Gebirgsdurchlässigkeit zu erwarten. Das Ergebnis nach Anwendung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen ist ein identifiziertes Gebiet. Im nächsten Schritt findet die geowissenschaftliche Abwägung statt. Mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien wird bewertet, ob eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Mit Hilfe von 11 Abwägungskriterien wurde jedes Gebiet bewertet. Zur Bewertung von 8 dieser Kriterien wurden Referenzdatensätze herangezogen. Das sind Literaturwerte bekannter Eigenschaften des Steinsalzes. Es wurden günstige Werte angenommen, bis entsprechende gebietsspezifische Daten vorliegen. Das verhindert, möglicherweise geeignete Gebiete schlechter zu bewerten, als sie es tatsächlich sind.
Kriterium 1 bewertet den Transport radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das ist der Bereich im Gestein, in dem die hochradioaktiven Abfälle eingelagert werden könnten. Der Transport soll so gering wie möglich sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 4 bewertet die langfristige Stabilität. Die günstigen Verhältnisse sollen sich über einen möglichst langen Zeitraum nicht ändern. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 5 bewertet die günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 6 bewertet die Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten. Das Gestein soll möglichst wenig Klüfte oder Risse aufweisen, damit sich radioaktive Stoffe möglichst nicht aus dem Endlager herausbewegen können. Die Neigung soll möglichst gering ausfallen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 7 bewertet die Gasbildung im umgebenden Gestein. Die Gasbildung soll möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 8 bewertet die Temperaturverträglichkeit. Dabei sollen temperaturinduzierte Änderungen der Gesteinseigenschaften möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 9 bewertet das Rückhaltevermögen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das Rückhaltevermögen soll möglichst hoch sein. Die Bewertung ist nicht günstig. Kriterium 10 bewertet die hydrochemischen Verhältnisse. Die Zusammensetzung des Tiefenwassers soll sich nicht negativ auf die Rückhaltung der Radionuklide auswirken. Die Bewertung ist nicht günstig. Eine individuelle Bewertung für das Gebiet fand für 3 Abwägungskriterien statt. Kriterium 2 bewertet die Konfiguration des Gesteinskörpers. Der Gesteinskörper soll dabei ein möglichst hohes Einschlussvermögen aufweisen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 3 bewertet die räumliche Charakterisierbarkeit der geologischen Barrieren. Die Eigenschaften sollen möglichst zuverlässig ermittelbar und übertragbar sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 11 bewertet den Schutz durch das Deckgebirge. Das Deckgebirge soll den einschlusswirksamen Gebirgsbereich möglichst lange schützen. Die Bewertung ist bedingt günstig. Unter dem Strich, insgesamt ist für das identifizierte Gebiet eine günstige geologische Gesamtsituation zu erwarten. Das Gebiet wurde deshalb als Teilgebiet ausgewiesen. Wie geht es weiter? Die Teilgebiete werden weiter untersucht und mit verschiedenen Methoden eingegrenzt. Die BGE macht dann einen Vorschlag für Standortregionen, die über Tage erkundet werden sollen. Die zuständige Behörde, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, prüft diesen Vorschlag. Nach Zustimmung des Bundesgesetzgebers finden über- und in einer späteren Phase untertägige Erkundungen statt, damit der bestmögliche Standort bis 2031 feststeht. Die Öffentlichkeit begleitet den gesamten Prozess. Sie kann ihre Anliegen beispielsweise in der Fachkonferenz Teilgebiete vorbringen, die vom BASE organisiert wird. Dieser Prozess lebt vom Austausch, vom Dialog. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns darauf. Wir versprechen Ihnen, keine Frage bleibt unbeantwortet. Guten Abend und herzlich willkommen zur Online-Sprechstunde der Bundesgesellschaft für Endlagerung zum Teilgebiet 03100. Mein Name ist Steffen Karnitz, ich bin Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung und dort zuständig für das Thema der Standortauswahl. Wir möchten Ihnen mit diesem Format die Gelegenheit geben, etwas mehr über Ihr Teilgebiet zu erfahren, über die Frage, warum das Gebiet Teilgebiet geworden ist, welche geologischen Hintergründe es gibt und möchten Ihnen die Gelegenheit geben, in der Tat Ihre Fragen auch zu platzieren im Rahmen dieser Online-Sprechstunde. Es ist nicht das einzige Format, das wir anbieten, aber es ist angesichts der Corona-Pandemie das mögliche Format, was jetzt unmittelbar ansteht. Sie haben die Gelegenheit, auf 3 Wegen uns zu erreichen in dieser Online-Sprechstunde. Sie können per YouTube im Chatkanal uns direkt Fragen stellen, die ich dann hier an meine Kolleginnen und Kollegen weiterreiche zur Beantwortung. Sie können uns erreichen per E-Mail an dialog@bge.de oder Sie erreichen uns auch telefonisch. Die Hotline wird eingeblendet. Sie haben gesehen, dass es noch weit hin ist bis zu einem Endlagerstandort. Wer Teilgebiet ist, ist noch nicht Endlager, sondern Teilgebiet zu sein bedeutet erst einmal, dass hinreichend Indikationen vorliegen, dass wir hier mal für die Endlagerung näher nachschauen sollten. Und ich begrüße jetzt mal meine beiden Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Standortauswahl, die an der Erarbeitung dieses Teilgebietes mitgearbeitet haben und stelle mal die Frage, was kennzeichnet dieses Teilgebiet 03100 denn in besonderer Art und Weise? Hallo, guten Abend. Da würde ich jetzt einfach mal einsteigen.
Wir haben gerade gehört, dass dieses Teilgebiet sich im Salzstock Verdun-Jever befindet. Und nun ist erstmal die Frage, was hatten wir denn überhaupt für Daten zur Verfügung, um die Ausschusskriterien, Mindestanforderungen und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien anzuwenden? Dazu haben wir seit 2018 verschiedene Datenabfragen an die Bundes- und Landesbehörden gestellt und haben dann mannigfaltige Daten zurückbekommen. Zum einen haben wir zum Beispiel geologische Karten bekommen, wir haben Tiefenlinienpläne gekriegt, Mächtigkeitskarten oder eben auch Daten zum Beispiel zu Bergwerken. Diese Daten haben wir dann analysiert und haben sie dann entsprechend der Kriterien und Anforderungen angewendet. Für diesen Salzstock sind die Ausschlusskriterien aktive Störungszonen und Bohrungen eigentlich am wichtigsten. Alle anderen Ausschlusskriterien waren hier nicht von Belang. Wie wir bereits im Film gehört haben, gibt es sogenannte Scheitelstörungen, die sich an der Oberfläche oder im oberen Bereich von Salzstöcken befinden, die nicht zum Ausschluss führen, weil wir davon ausgehen, dass sie die Salzstruktur an sich nicht beeinflussen. Das heißt aber nicht, dass wir diesen Datensatz nicht Beachtung schenken. Das tun wir dann bei den geowissenschaftlichen Abwägungen beim Kriterium 11. Dort wird diesem Kriterium nochmal Rechnung getragen. Des Weiteren haben wir die Kennzahlen zur Fläche, die kann ich gerne nochmal wiederholen. Das sind 26 Quadratkilometer. Das ist deutlich mehr als der Mindestbedarf von 3 Quadratkilometern, der zum Beispiel aus der Begründung vom Gesetz kommt und den wir dort angewendet haben. Prinzipiell kann man sagen, dass die Salzstruktur eine Mächtigkeit von 400 Metern für den EWG aufweist und in einer Tiefe von 1120 bis 1500 Metern unter der Geländeoberkante liegt. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten ergänzenden Fakten für diesen Salzstock. Vielen Dank. Jetzt haben wir ja viel von Referenzdaten gesprochen. Auch in dem Film haben wir das gesehen, dass wir mit Referenzdaten gearbeitet haben. Was hat das denn mit den Referenzdaten eigentlich auf sich? Ja, da würde ich gerne darauf antworten. Die Referenzdaten sind Daten, denen wir uns beholfen haben, da wir im jetzigen Zeitpunkt noch nicht für alle geowissenschaftlichen Kriterien Daten, ortsspezifische Daten vorliegen haben. Wir haben gehört, es gibt 11 geowissenschaftliche Abwägungskriterien. 3 dieser Kriterien konnten wir für dieses Gebiet sowie für alle Gebiete mit dem Würzgestein, Steinsalz und Steillagerung gebietsspezifisch bewerten. Für die anderen 8 Kriterien haben wir den sogenannten Referenzdatensatz genutzt. Dafür haben wir eine Literaturrecherche durchgeführt. Wir haben wissenschaftliche Literatur gesichtet. Wir haben zurückgegriffen auf bergmännische Erfahrungen, die auch gerade in Deutschland im Steinsalz vertieft gemacht wurden. Es gibt und gab viel Bergbau im Steinsalz, sodass wir hier zu guten Daten gekommen sind, dass wir eine Vielzahl an Daten erhoben haben. Dafür muss man sagen, dass wir von einer eher günstigen Situation ausgegangen sind. Sprich, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass es sich für diesen Referenzdatensatz um Steinsalz handelt, das unverritzt ist, ungestört und dass es hier um reines Steinsalz ist. Nichtsdestotrotz ist unser Ziel, dass wir für diese 8 Kriterien, für die wir jetzt noch keine Daten vorliegen haben, im Laufe des Verfahrens diese natürlich sukzessive durch ortsspezifische Daten ergänzen und ersetzen werden. Dankeschön. Im Zwischenbericht ist ja von diesen ortsspezifischen Daten die Rede und es wird auch in der Tat immer gesagt, dass diesen Daten eine besondere Bedeutung im jetzigen Verfahrensschritt zukommt. Daraus hat der ein oder andere außenstehende Betrachter abgeleitet, dass es 2 Kategorien, 2 Gewichtungen gibt innerhalb der GOWKs, nämlich einmal bei denjenigen, wo wir ortsspezifische Daten haben und einmal, wo wir Referenzdaten verwenden. Ist das so? Haben wir die GOWKs gewichtet oder sind sie nicht gewichtet? Nein, die sind nicht gewichtet. Also prinzipiell sind alle 11 geowissenschaftlichen Kriterien gleich zu bewerten. Sprich, sie haben auch die gleiche Gewichtung. Natürlich ist jetzt im ersten Schritt so, da wir nur für 3 Kriterien wirklich gebietsspezifische Daten hatten, dass es natürlich so erscheint, als würden sie wichtiger sein. Die anderen 8 Kriterien konnten natürlich so nur einen Unterschied zwischen den einzelnen Würzgesteinen herführen, da sie fürs gleiche Würzgestein immer gleich bewertet sind. Wirken jetzt natürlich die 3 ortsspezifischen wichtiger. Sie sind es im Prinzip nicht, aber nur über diese 3 konnten wir im ersten Schritt eine Bewertung innerhalb des Würzgesteins herbeiführen. Prima, vielen Dank für die Klarstellung. Und dann würde ich bei dem Thema noch einmal ganz kurz bleiben. Mit Blick auf die GOWKs haben wir ja gerade auch in dem Film gesehen, dass 3 der 11 geowissenschaftlichen Kriterien
Abdehnungskriterien mit entweder nicht günstig oder bedingt günstig bewertet wurden. Jetzt könnte man ja das Ergebnis ziehen und sagen, die Schlussfolgerung, dann muss das Gebiet auch nicht Teilgebiet werden. Warum ist es denn dann trotzdem Teilgebiet geworden? Ja, also für die Gesamtbewertung wurde nochmal eine zusammenfassende Bewertung durchgeführt. Die wird verbal argumentativ durchgeführt und da werden nochmal sämtliche Indikatoren der einzelnen Kriterien einzeln angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass ein Gebiet auch günstig sein kann und auch günstig ist, wenn nicht jeder einzelne Indikator günstig ist. Das wird es tatsächlich gar nicht geben können, da sich die unterschiedlichen Würzgesteine unterschiedlich verhalten. Beim Steinsalz ist es so, dass wir im Referenzdatensatz tatsächlich zwei Kriterien, das Kriterium Nummer 9 und Nummer 10, als nicht günstig bewerten. Und somit ist das für jedes Gebiet im Steinsalz auch nicht günstig. Diese Kriterien können durchaus im Tongestein anders bewertet werden. Allerdings werden dann im Tongestein wiederum Kriterien da sein, die nicht günstig sind, sodass es kein Gebiet geben wird, das durchgehend eine günstige Bewertung hat. Prima, danke schön. Ich würde jetzt einmal in den YouTube-Chat wechseln, in dem es erste Fragen gibt, die uns gestellt worden sind. Die erste Frage bezieht sich auf die Überdeckung des Teilgebietes und lautet, besteht eine vollständige Überdeckung auch aus Kreide- und Jura-Sedimenten? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Da kennt sich offensichtlich jemand mit der Geologie bei uns im Norden schon gut aus. Also was wir beobachten können, dass rein genetisch oder also von der Genese der Salzstrukturen bedingt, wir von vielen Salzstrukturen eine Oberkreidebedeckung haben. Das ist auch bei diesem Salzstock so. Bei den Unterjura-Sedimenten verhält es sich ein wenig anders. Die finden wir oft in den sogenannten primären oder sekundären Randsenken, die sich um den Salzstock befinden. Ob es jetzt bei den Jura-Sedimenten um eine vollständige Bedeckung des Salzstockes geht, das müsste ich jetzt im Detail nochmal nachprüfen. Aber auf jeden Fall hat unser Zuschauer dahingehend recht, dass sich Unterjura-Sedimente und Oberkreidesedimente ganz in der Nähe des Salzstockes befinden und beziehungsweise die Oberkreidesedimente flächendeckend abgelagert sind. Dankeschön. Der gleiche Zuschauer stellt eine weitere Frage, was die Gewichtung anbelangt und stellt die Frage, ob das im gesamten Verfahren bis 2031 so bleibt, dass alle geologischen Kriterien gleich gewichtet werden. Dazu kann ich sagen, dass es jetzt aktuell, das habe ich eben schon mal erwähnt, ist es so, dass wir sie alle gleich gewichten und unsere aktuelle Vorgehensweise sieht es auch vor, dass es erst einmal so bleibt. Nichtsdestotrotz passen wir unsere Methodik auch immer wieder an die Gegebenheiten, an die neuen Daten, die wir haben, etc. Also wir sind ein selbstlernendes Verfahren, wie es auch im Gesetz steht, und das praktizieren wir auch. Somit würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es bis 2031 nicht doch noch eine Änderung in unserer Vorgehensweise geben würde, aber aktuell gewichten wir sie alle gleich. Na, dankeschön. Ich glaube, was man dazu eben auch nochmal sagen muss, mein Blick ins Standardauswahlgesetz zeigt ja, dass wir in der Tat bei den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien keine Gewichtung vorsehen, dass es bei den planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien aber schon so ist, dass man da also unterschiedliche Gruppen bildet und da auch unterschiedliche Gruppen von Relevanz bildet. Das war ursprünglich in der Endlagerkommission bei den geologischen Kriterien eben nicht der Fall. Und insofern würde eine Nichtgleichgewichtung der geologischen Kriterien mindestens mal eine Diskussion mit dem Gesetzgeber voraussetzen, wenn nicht sogar zu einer Anpassung des Standardauswahlgesetzes führen. Das ist ja eine Lehre der Vergangenheit. Die Kriterien und damit auch die Gewichtung muss von Anfang an feststehen und darf sich im Laufe des Verfahrens nur im Lichte neuer Erkenntnisse verändern. Und das bedürfte dann aber eben auch möglicherweise einer gesetzlichen Änderung. Prima. Vielen Dank. Dann darf ich noch mal so ein bisschen die Frage stellen, die häufig dann auch kommt, wenn es sich um norddeutsche Teilgebiete handelt und hier ja gerade mit Blick auf die sehr unmittelbare Nähe zur Nordsee, Stichwort Klimawandel, Stichwort Eiszeiten und oder Überschwemmung. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass im Laufe von 1 Million Jahren beides passiert, entweder Überschwemmung oder Eiszeiten oder auch in der Folge erst das eine und dann das andere. Wieso ist das denn nicht berücksichtigt worden? Ja, da würde ich jetzt einfach mal einsteigen und dann an meinen Kollegen angegebener Stelle übergeben. Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich wissen, dass in 1 Million Jahren wir einiges auch an Klimawandel zu erwarten haben. Wir haben damit zu rechnen, dass wir mehrere Eiszeiten haben, die natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf unser Endlager dann am Ende haben können. Das sind im Endeffekt Effekte, die wir oder geologische Aspekte, die wir aktuell noch nicht betrachtet haben. Im jetzigen Verfahrensschritt, in dem wir waren,
Verfahren in der Ausweisung der Teilgebiete waren jetzt erstmal andere Kriterien und Anforderungen wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir uns natürlich in den nächsten Schritten nicht genau mit diesen Aspekten beschäftigen. Was bedeutet es, wenn, wenn wir auf einmal eine Wassersäule haben oder wenn wir dann auch nicht nur eine Wassersäule über dem Endlager haben, sondern einfach ein Eisschild. Und das sind auf jeden Fall Phänomene, die dann wichtig werden, wenn wir uns dann Richtung Standortregion bewegen. Hinzufügen kann man noch genau das meine Kollegin schon gesagt hat, das sind alle auch Aspekte, die wir noch nicht betrachtet haben, die wir jetzt im nächsten Schritt betrachten, bei den vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, da gehen genau diese Sachen alle auf. Und des Weiteren ist das auch ein Punkt, der teilweise zumindest die Überschwemmungsgebiete in den planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien in § 25 mitbewertet werden. Prima, vielen Dank. Also das zeigt eben in der Tat, dass allein die Zielvorstellung, wir gehen in die große Tiefe, eine ist, die daraus resultiert, dass man eben unabhängig sein muss gegenüber Einwirkungen von außen und auch gegenüber Umweltveränderungen. Und das ist ja der Grund, warum wir auch diese mindestens 300 Meter Tiefe vorsehen im Standortauswahlgesetz. Daran anknüpfend hat der Fragesteller jetzt nochmal darauf hingewiesen, auf das Thema Rückholung und Rückholbarkeit. Die Rückholung muss ja auch möglich sein. Das heißt also, der Aufwand für die Rückholung darf den Aufwand für die Einlagerung nicht unverhältnismäßig überschreiten, wird hier gerade zitiert. Und der sagt natürlich, eine Überflutung im Zuge des Meeresspiegelanstieges würde den technischen Aufwand verhältnismäßig oder unverhältnismäßig übersteigen. Ich glaube, dazu kann man auf den Rückholungszeitraum verweisen, richtig? Auf die 500 Jahre. Mögen Sie dazu vielleicht noch was sagen? Richtig, also das sind im Endeffekt dann für die 500 Jahre Rückholung muss man sich natürlich anschauen, was sind das für geologische Effekte, mit denen wir in diesem Zeitraum rechnen müssen. Und wenn sich dann eben auch bei unseren vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen herausstellt, dass das wiederum Effekte sind, die in den nächsten 500 Millionen Jahren wichtig werden, dann müssen wir denen Rechnung tragen. Aber wie gesagt, in unserem jetzigen Verfahrensschritt sind diese Schritte oder diese Beachtung eben noch nicht passiert. Okay, aber das heißt eben in der Tat, die 500 Jahre Rückholbarkeit, die das Gesetz auch vorsieht, das ist ein Zeitraum, den wir überblicken müssen, auch insofern robust auslegen, das Endlager gegenüber diesen Umwelteinwirkungen. Wir können sicherstellen, dass in den nächsten 500 Jahren es keine eiszeitliche Überdeckung gibt, dass da also die Rückholung weiter möglich sein wird und das Thema der Überschwemmung, dagegen wäre dann eben Vorsorge zu treffen. Das ist was wir in den nächsten Verfahrensschritten, wenn es um die Sicherheitsuntersuchung geht, uns auch standortbezogen natürlich im Einzelnen anschauen werden. Genau. Prima. Dankeschön. Im Moment kommen keine weiteren Fragen aus dem YouTube-Chat. Deswegen kann ich nochmal herzlich animieren. Wer noch Fragen hat, stellen Sie uns die gerne im YouTube-Chat oder per E-Mail oder gerne auch telefonisch. Dann würde ich gerne nochmal eine Frage stellen. Sie hatten es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Die Wirtsgesteine haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Können Sie die noch einmal zusammenfassen aus Sicht der Endlagerung? Ja, das kann ich sehr gerne machen. In Deutschland schauen wir uns ja drei verschiedene Wirtsgesteine an und das auch aus gutem Grund. Also wir schauen uns Steinsalz, Ton, Tonstein und Kristallingestein an. Da zählen wir zum Beispiel die Granite dazu. Ich würde mir da jetzt einfach erstmal zwei, drei Aspekte raussuchen und mal für die verschiedenen Wirtsgesteine betrachten. Was für uns bei der Endlagerung von hochradioaktivem Müll und auch Müll, der Wärme produziert, natürlich ganz besonders ist, sich eine gute Temperaturleitfähigkeit. Da kann zum Beispiel Steinsalz punkten. Das hat eine hohe Temperaturleitfähigkeit und kann die Wärme, die der hochradioaktive Müll produziert, sehr gut abtransportieren. Dagegen ist Tonstein relativ temperaturempfindlich und, schneidet da nicht so gut ab. Kristallingestein hingegen ist dort, so mittelgut. Schauen wir uns mal zum Beispiel das Rückhaltevermögen an. Da ist Tonstein aufgrund seiner Konfiguration, aufgrund seines Mineralbestandes einfach sehr gut, was das Rückhaltevermögen gegenüber Radionukliden angeht. Da schneidet Steinsalz eher weniger gut ab.
Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel die Festigkeit anschauen, dann ist Kristallin im Vergleich zu den anderen Wirtsgesteinen sehr viel besser, weil es einfach eine sehr hohe Festigkeit hat. Was ich mit meinen Ausführungen zeigen möchte, ist, dass die verschiedenen Wirtsgesteine in verschiedenen Aspekten, die für die Endlagerung wichtig sind, unterschiedlich gut abschneiden. Und für uns ist es am Ende wichtig abzuwägen, welches Wirtsgestein wird dann im Summe im Endeffekt den besten Standort für, also den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für uns bieten. Und das ist das, was wir in den nächsten Jahren herausfinden wollen. Na, vielen Dank. Jetzt fällt mir auf, mit Blick auf die Nomenklatur, das ist ja eher unüblich, wie wir das Teilgebiet bezeichnet haben. 031-00. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, das Teilgebiet so zu nennen? Genau, das ist auch eine sehr gute Frage, die uns halt auch schon öfter gestellt worden ist im Rahmen unserer Online-Sprechstunden. Wir haben uns bei unserer Nomenklatur überlegt, wie können wir etwas verschlüsseln, ohne beziehungsweise etwas benennen, ohne dass man jetzt zum Beispiel eine Art Stigmatisierung mit einem Namen erreicht. Deswegen haben wir bewusst auf eine geografische Bezeichnung verzichtet. Nichtsdestotrotz wollten wir auch eine Nachvollziehbarkeit für unsere Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Und das haben wir versucht zu tun. Und ich versuche, diese Nomenklatur mal ein bisschen aufzuschlüsseln, würde an der Stelle aber diesmal sogar hinten anfangen. Unser Teilgebiet endet mit einem Z. Das Z steht für die stratigraphische Einheit, die Zechstein. Das haben wir heute auch schon im Film einmal gehört. Das ist eine Zeiteinheit, die ungefähr 255 Millionen Jahre alt ist. Dann das kleine S steht für die Lagerungsform des Wirtsgesteins. Dafür steht das große S, was da vorne steht. Das heißt, so hat derjenige, der sich diese Nomenklatur anschaut, schon mal eine Idee, in was für einem Wirtsgestein bin ich unterwegs, was ist es für eine Lagerungsform und in welcher geologischen Zeit bin ich. Als nächstes schließt sich so ein Doppelpaar an, das zusammengehört. Das ist einmal die 050-00-IG. Und das IG steht für identifiziertes Gebiet. Das ist quasi die Vorstufe von einem Teilgebiet. Das heißt also, in unserer Bearbeitung haben wir erst die Ausschlusskriterien angewendet und auf die verbleibenden Gebiete die Mindestanforderungen. Und diese Gebiete haben wir in einer Art Zwischenschritt schon einmal benannt und für uns abgelegt. Und daher kommt dieser mittlere Teil. Um dann aber auch zu gewährleisten, dass man weiß, aus welchem identifizierten Gebiet ist welches Teilgebiet geworden, haben wir diese Nummer nicht etwa weggeschmissen, als wir dann bei den Teilgebieten waren, sondern wir haben sie behalten und haben dann, als das identifizierte Gebiet dann in die geowissenschaftliche Abwägung gekommen ist und dann dort auch eine günstige Gesamtsituation erwarten ließ, haben wir dann nochmal diese Teilgebietsnummer vorne ergänzt. Und diese 031 steht nicht etwa für eine Art Wertung, also dass es das 31. gute Gebiet ist, sondern wir haben einfach dann alle Teilgebiete, die wir hatten, die 90, die es dann waren, einfach von 1 bis 90 durchgezählt. Und wenn wir dann später mal in unsere Standortregionen kommen, so ist jedenfalls aus aktueller Sicht unser Plan, wird diese Nummer dann im Zweifelsfalle auch nochmal ergänzt, damit man, wenn man draufschaut, immer die Gewährleistung hat, dass man es nachvollziehen kann, von welchem identifizierten Gebiet sind wir ins Teilgebiet gekommen und dann in welche Standortregion. Und so ist unsere Nomenklatur zu verstehen. Prima, Dankeschön. Also eine Logik für die Wiederauffindbarkeit, auch für die Bearbeiterinnen und Bearbeiter nach drinnen, aber natürlich auch nach draußen. Also dass ich eben im Nachgang sehen kann, ist mein Teilgebiet auch Standortregion geworden. Damit hängt das Ganze auch zusammen. Prima. Dankeschön. Wir haben eine weitere Frage im YouTube-Chat, die sich mit der Wärmeentwicklung auseinandersetzt in großer Tiefe. Der Salzstock ist sehr tief und in der Tiefe wird es warm. Ist die Wärme auch für den Einlagerungsprozess relevant? Oder kann man so bewettern, dass dort Menschen arbeiten können? Ja, das ist ja, durch. Ja, entschuldige, tut mir leid. Sorry. Würde ich gerne darauf antworten, genau. Ja. Also man kann das erstmal ganz klar bejahen. Also der Fragesteller hat recht, mit umso tiefer wir kommen, umso wärmer wird es durch den geothermischen Gradienten. Das ist ganz normal. Und hinzu kommt beim Einlagerungsprozess natürlich die Wärme des strahlenden Abfalls. Die Frage ist, kann man so bewettern, dass dort Menschen arbeiten können? Das kann man ganz klar bejahen. Die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile stark und also werden immer besser. Es gibt auch in Norddeutschland tatsächlich Salzbergwerke, die in ähnlichen Tiefen das Steinsalz oder vor allem das Kalisalz abgebaut wurde. Zum Beispiel das Kaliwerk Sigmundshall, gar nicht weit weg
von Hannover. Dort sind, ich meine, bis in Teufen von ca. 1400 Metern Steinsalz abgebaut worden oder Kalisalz abgebaut worden. Und es ist tatsächlich heutzutage schon, ist es ein Aufwand, aber es ist problemlos möglich, dass man die Bewetterung so gut einstellen kann, dass man dort natürlich unter hohen Temperaturen, aber nicht unter zu hohen Temperaturen arbeiten kann. Dankeschön. Jetzt ist ja das eine die Frage, können Bergleute in so großen Tiefen arbeiten? Das zweite ist ja die Frage der Wärmeabfuhr, der Nachzerfallswärme im Behälter als solcher. Ja. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Ja, es ist, wir gehen ja von einer Grenztemperatur von maximal 100 Grad aus derzeit, die an der Außenwand sozusagen des Containers erreicht werden dürfen. Und das wird auch an der Auslegung des Endlagers, Bergwerks, wird daran orientiert und man kann natürlich da auch ein bisschen arbeiten. Sprich, man kann die verschiedenen Container, wir wissen jetzt noch gar nicht genau, was für eine Art von Container wir nutzen werden, oder Behälter, sagen wir eher, was für eine Art von Behälter wir nutzen werden, die kann man natürlich verschieden lagern. Man kann sie weiter auseinanderziehen, um somit die Temperatur auch ein wenig zu steuern. Daher rührt auch ein bisschen die unterschiedliche Quadratkilometerzahl, die einzelnen Würzgesteine brauchen. Steinsalz braucht die wenigste laut der Begründung des Gesetzes mit 3 Quadratkilometern. Es liegt auch daran, dass Steinsalz die Wärme sehr gut ableiten kann. Aber klar, das sind Dinge, die in der Auslegung des Endlagers eine Rolle spielen und dem wird darauf wird geachtet und es wird berücksichtigt, um somit die Temperatur auch entsprechend zu steuern und anzupassen. Prima, Sie haben den Endlagerbehälter gerade angesprochen. Gibt es den eigentlich schon? Jedenfalls noch keinen, auf den wir uns geeinigt haben, den wir nutzen werden. Also das sind noch Dinge, das sind Konzepte, die stehen noch aus und das steht noch nicht steht noch nicht fest. Es gibt diverse Konzepte, schon seit Jahren wird daran geforscht, aber es gibt noch nicht den Container, der genutzt wird für uns, der feststeht. Dankeschön. Dazu kann man vielleicht in der Tat ergänzen, die hochradioaktiven Abfälle stehen ja im Moment in Transport- und Lagerbehältern, die sogenannten Castor-Behälter, die vielen Menschen ein Begriff sind, sehr groß, sehr schwer, über 100 Tonnen schwer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Behälter auch ein Endlagerbehälter sein könnte. Das Problem ist eben, Sie haben die Herausforderung, dass Sie über 100 Tonnen nach Untertage transportieren müssen und Sie müssen Untertage damit auch manövrieren. Das heißt, Sie brauchen sehr große Querschnitte. Es gibt also deutliche Nachteile und die BGE hat eben in der Tat den Auftrag, Endlagerbehälter zu entwickeln. Und es geht ja auch um unterschiedliche Endlagerbehälter in den unterschiedlichen Würzgesteinen. Und das ist ein Punkt, wo wir sehr darauf angewiesen sind, auch mit internationalen Kooperationen zu arbeiten. Das hängt ja auch an den unterschiedlichen Würzgesteinen. Sie haben es gerade beschrieben, auch im kristallinen Würzgestein wird die geotechnische Barriere eine große Rolle spielen. Da ist also der Behälter, hat nochmal eine andere, spielt eine andere Rolle als möglicherweise in anderen Würzgesteinskonfigurationen mit einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Ich kann für die Zuschauerinnen und Zuschauer einmal ein Beispiel nennen zum Thema Temperatur. Wir sind in Schacht Konrad, das ist ja das Endlager für die schwachen mittelradioaktiven Abfälle bei Salzgitter, in einer Tiefe von 1000 Metern und haben dort unter Tage 27 Grad Temperatur. Das liegt auch an der Bewetterung. Wir legen sonst knapp über 30 Grad. Das heißt, aber 27 Grad ist die Temperatur, die wir dort auf 1000 Metern haben. Prima. Wir haben eine weitere Frage im YouTube-Chat und ich darf nochmal ermuntern und bitten, wer Fragen hat, mag die gerne im YouTube-Chat stellen oder per E-Mail an dialog@bgi.de oder per Telefon, sodass wir die Frage dann hier noch an unsere beiden Expertinnen geben können. Die Frage lautet, kann es sein, dass sich unterhalb des Salzstocks Kohlevorkommen aus dem Perm oder Ölvorkommen aus der Zechsteinzeit befinden? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Prinzipiell kann man sagen, dass wir uns da auf jeden Fall in sehr großen Tiefen befindet. Also die Basis, also wenn die Salzstruktur in ihre Basis übergeht, das heißt also in die Zechsteinbasis, befinden wir uns, glaube ich, in dem Gebiet bei etwa 5000 Metern. Das heißt, unter dem Zechstein liegen die Gesteine des Perm. Der Perm und auch das Karbon sind ja bekannt sicherlich für ihre Steinkohlevorkommen. Ich weiß nicht, ob da unten Steinkohlevorkommen liegen, aber Fakt natürlich, ja, Perm ist bekannt für Steinkohlevorkommen. Und wenn wir natürlich an Ölvorkommen denken, ja, gerade auch in Niedersachsen und in anderen norddeutschen Bundesländern sind natürlich gerade auch diese Salzstrukturen zum Teil prädestiniert dafür, dass sich dort eben Ölvorkommen bilden.
Ich gehe davon aus, dass das aufgrund auch der großen Zahl an Bohrungen, die bereits auch im Salzstock an manchen Stellen abgeteuft worden sind, dass sicherlich auch nach Erdöl prospektiert worden ist. Ob es dort aber, wie gesagt, Kohlevorkommen gibt oder Ölvorkommen, das kann ich an der Stelle natürlich nicht beantworten. Aber sicherlich aus geologischer Sicht durchaus möglich. Kann das denn eigentlich eine Konkurrenz sein zu unserem Endlager? Das sind dann wiederum Dinge, da geht das Endlager vor. Ich weiß, dass solche rohstoffkonkurrierenden Belange wichtig sind im Moment für unseren ersten Schritt jetzt hin zu den Teilgebieten. Waren sie da noch nicht wichtig? Genau, und am Ende haben Sie, glaube ich, das richtige Stichwort genannt, eben in der Tat. Es geht dann um konkurrierende Nutzung, wo das Endlagerinteresse, das überwiegend öffentliche Interesse an der Endlagerung eben stichhaltig ist. Das heißt also, man würde in dem Moment, wo man hier eine günstige geologische Formation vermutet und wo es am Ende auch das bestmögliche, der bestmögliche Standort wird, also der Endlagerstandort werden sollte, natürlich hier auch nicht mehr zu weiteren Abbaugenehmigungen kommen. Das ist völlig klar. Wieder jetzt in der Zeit, da gibt es ja die sogenannten Sicherungsvorschriften im Standortauswahlgesetz, dass sichergestellt ist, dass es hier nicht zu einer konkurrierenden Nutzung kommt, aber natürlich auch nicht in dem Fall, in dem es ein Endlager gibt. Es ist eine Frage noch nicht gestellt worden, die hier möglicherweise auch nicht zutrifft, aber die Frage kommt auch häufig, nämlich die Frage von Gasvorkommen, also wo es möglicherweise auch Wechselwirkungen geben kann von Rohstoffvorkommen, die sich unterhalb des Einlagerungsbereiches befinden. An welcher Stelle würden denn diese Wechselwirkungen eigentlich berücksichtigt oder haben wir sie schon berücksichtigt? Also berücksichtigt haben wir sie noch nicht, meine ich. Wann werden sie berücksichtigt? Ich überlege gerade, wann sie das erste Mal berücksichtigt werden. Also auf jeden Fall wird eine Nutzung des Untergrundes, zum Beispiel auch die Möglichkeiten, ihn als Erdgasspeicher etc. zu nutzen, das sind auch alle Aspekte, die zum ersten Mal auf jeden Fall auch bei den planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien eine Rolle spielen. Ja, also praktisch jetzt im nächsten Schritt. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon mal erwähnt habe, die auch dafür dienen werden, dann die Teilgebiete einzugrenzen Richtung Standortregion. Da werden die das erste Mal angewendet. Also da werden auch solche Nutzungen überprüft. Prima, danke schön. Jetzt ist die Frage, die daran anschließt aus dem Chat, wenn der Standort oberirdisch erkundet wird, wird dann verifiziert, ob es dort Öl- oder Kohlevorkommen gibt? Würde ich gerne mal darauf antworten. Also wenn es ein Standort wird, der oberirdisch erkundet wird, das würde bedeuten, es wird eine Standortregion. Wir haben das Teilgebiet, sind weiter eingegrenzt eventuell oder belassen es sogar so unwahrscheinlich und gehen davon aus, dass es weiterhin ein günstiger Standort ist. Dann werden wir ein Erkundungsprogramm dafür vorlegen, dass wir auch abstimmen müssen, dass dem unserer Aufsichtsbehörde zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Und bis wir soweit sind, dass wir dieses Erkundungsprogramm an den Standort anpassen, werden wir natürlich noch alle Informationen, die wir haben, noch einmal im Detail durchgehen. Und wir werden auch noch weitere Informationen bei den Landesämtern über diese Region anfragen und nochmal schauen, was dort eventuell noch in Archiven vorliegt, ob wir dort noch Archivdaten digitalisieren können. Meine Kollegin hat es vorhin schon mal angesprochen, dass im Bereich dieses Salzstockes schon diverse Bohrungen getätigt wurden. Wir haben deutschlandweit über 250.000 Bohrungen erhalten von den Landesämtern. Nicht alle tief genug, aber auch ca. 50.000 in einer Tiefe von mehr als 275 Metern. Wir haben es natürlich jetzt noch nicht geschafft, im ersten Schritt uns jede dieser Bohrungen im Detail anzuschauen. Aber das ist selbstverständlich ganz klar, dass wir das jetzt im nächsten Schritt machen werden. Das spricht, die Bohrungen, die in diesem Gebiet liegen, werden wir uns nochmal im Detail gucken. Und wenn es eventuell Bohrungen waren, die eventuell zur Erkundung von oder wahrscheinlich waren es Bohrungen, die zur Erkundung von eventuell Öl, Erdgas, Erdöl, wie es in diesem Gebiet durchaus möglich ist, deswegen durchgeführt werden wurden, dann gucken wir uns natürlich diese Bohrungen nochmal im Detail an und auch die entsprechenden Bohraktenberichte dazu. Und dann ist das natürlich ein Part, der in eine mögliche Erkundung einfließt, um möglichst viel über diesen Standort schon zu wissen. Genau, aber ich glaube, was man da noch sagen muss, ich weiß nicht, ob unser Zuschauer das meinte, wir suchen natürlich aber kein Erdöl und Erdgas, sondern wir suchen einen Standort für ein Endlager. Das, glaube ich, sollte auch noch mal klar gemacht werden, dass nicht die BGE auf Erdölsuche geht.
Ja, danke für die Klarstellung. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass es dem Zuschauer auch darum geht, um das Thema konkurrierende Nutzung. Also in dem Moment, wo es an einem Standort, der erkundet werden soll, Erdöl- oder Erdgasvorkommen gibt, scheut die BGE sich davor dann zurück und sagt, nee, nee, da haben wir Rohstoffvorkommen, da machen wir das nicht. Und da ist ja, glaube ich, aus ihren beiden Antworten sehr klar geworden, Vorrang hat die geologische Eignung für die Endlagerung. Die wirtschaftliche Ausbeute im Sinne von Rohstofferkundung und Rohstoffexploration spielt für uns keine Rolle und ist auch kein handlungsleitendes Kriterium, sondern es geht immer um die geologische Eignung. Genauso wie Sie vorhin gesagt haben, Geologie vor Geografie, gilt hier im Prinzip eben Endlagerung vor Rohstoffnutzung oder Rohstoffausbeutung, so würde ich das mal sagen. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Festlegung. Prima. Dankeschön. Ich würde dann gerne noch mal eben in der Tat so ein bisschen auf die nächsten Schritte kommen, die Sie gerade schon angesprochen haben. 2031 wollen wir den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit gefunden haben. Heute haben wir 90 Teilgebiete mit 54% der deutschlandweiten Fläche, die bedeckt sind. Wie kommen wir eigentlich dahin? Jetzt wird von Standortregionen gesprochen. Was ist das eigentlich? Wie kommen wir dahin? Und was passiert dann eigentlich in der Folge bis 2031, bis wir den Standort gefunden haben? Können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen? Ich würde beginnen und dann an entsprechender Stelle an meinen Kollegen übergeben. Wir müssen noch mal den Blick zurückwagen. Bisher hatten wir ja unsere Datenabfragen einfach auch deutschlandweit konzipiert. Es ging jetzt erstmal um ein prinzipielles Abfragen der Daten, um Ausschusskriterien und Mindestanforderungen und geowissenschaftliche Abwägungskriterien anzuwenden, aber eben auf die gesamte deutsche Fläche. Jetzt sind wir zum Glück in der Lage, dass wir uns nur noch 54% der Fläche anschauen müssen. Das heißt, unsere nächsten Schritte werden sein, die Ausschusskriterien und Mindestanforderungen weiterhin aktuell zu halten und weiterhin auch anzuwenden und gerade auch bei den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien mehr ortsspezifische Daten zu bekommen. Schon jetzt wissen wir durch den Dialog mit den Bundes- und Landesbehörden, dass durchaus noch Daten vorhanden sind, aber sie brauchen halt einfach von uns ein bisschen eine Hilfe, in welchen Gebieten sollen sie denn noch nach Daten gucken. Bisher, wie gesagt, war der Fokus darauf, gebt uns alles, was ihr von Deutschland habt. Und das hatte eine Datenlieferung zum Teil einfach auch ad absurdum geführt. Und das wollen wir jetzt einfach verbessern, indem wir jetzt nochmal spezieller nachfragen und auch basierend auf diesen Daten die Teilgebiete weiter eingrenzen. Wie gesagt, die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien werden jetzt nochmal besonders wichtig. Und dann gehen wir in die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Und das sind jetzt erstmal die Schritte, die anstehen. Wir sind mitten in unseren Planungsphasen. Wir sitzen jetzt wieder in unseren Stuben und stecken virtuell die Köpfe zusammen und überlegen halt sehr genau, was für Datenabfragen müssen wir noch tätigen. Wo liegen noch Datenschätze, die wir heben müssen? Wo müssen wir vielleicht sogar noch mal digitalisieren, weil die Daten analog vorliegen. Und diese Gedanken, das ist das, was uns jetzt um den Jahreswechsel vorrangig umtreibt, um dann eben unsere nächsten Schritte zu planen und können hoffentlich dann irgendwann auch sagen zu können, wann kann man mit den Standortregionen rechnen. Dankeschön, das ist dann Standortregionen und bis zu den Standortregionen sehr detailliert. Was kommt dann? Genau, als der nächste Schritt, dann beenden wir die Phase 1, ist dann der, dass wir mit Abgabe der Standortregionen dann Erkundungsprogramme vorschlagen, um diese Standortregionen dann erstmal obertägig zu erkunden. Sprich, wir werden klassische Mittel nutzen wie eine Bohrung vor Ort. Wir werden, oder nicht nur eine, sondern auch durchaus mehrere Bohrungen, wir werden Bohrungen abteufen, wir werden Bohrkerne ziehen, wir werden geophysikalisches Logging durchführen, wir werden Laborversuche anhand von Kernen durchführen. Zum Beispiel, es wird Dinge geben wie eine Seismik, um in Kombination mit der Bohrung das Gebiet unter einen großen Überblick unterirdisch sozusagen zu erhalten über das Gebiet. Das ist dann der Schritt der obertägigen Erkundung. Im weiteren Verlauf, auch ein großes Ziel dieser Erkundung ist natürlich, kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs zurück, dass wir diese Referenzdatensätze, die wir genutzt haben, dass wir jetzt sukzessive ortsspezifische reale Daten vor Ort nutzen können, um es weitere Details für das Gebiet herauszufinden. Und im weiteren Verfahren wäre es dann so, dass wir von den obertägigen Erkundung dann irgendwann in die untertägige Erkundung gehen und dann schon wenige Gebiete, Standorte dann speziell erkunden. Und untertäglich dann wirklich ein sehr detailliertes Bild erhalten werden und dann spätestens dann auch sämtliche Referenzdatensätze durch ortsspezifische Daten ersetzt haben werden, um dann im Endeffekt einen Standortvorschlag
an das Parlament zu übermitteln. Dankeschön. Geophysikalisches Logging habe ich bei Ihnen verstanden. Gerade in der, im Bereich der Obertägen Erkundung. Können Sie das vielleicht einmal ganz kurz erklären für diejenigen, die jetzt keine Geologen unter uns sind? Ja, gerne. Es ist so, wenn man, das ist ein ganz gängiges Mittel, das auch in vielen Erkundungen genutzt wird, gerade auch bei in der Erdöl- Erdgasindustrie, dass wenn man eine Bohrung abgeteuft hat, dass man dieses Bohrloch zuerst nutzt, um es mit verschiedenen Werkzeugen, also Tools, zu vermessen. Da gibt es unzählige spezialisierte Werkzeuge mittlerweile. Was man darüber hinaus herausfinden kann, über zum Beispiel ein Dichte-Log, dass man die Gesteinsdichte erhält, oder ein Gamma-Ray-Log, dass das die natürliche Radioaktivität auch unter anderem nutzt. Und dass man darüber die Gesteine nochmal ganz speziell ansprechen kann. Das heißt, verschiedene dieser Werkzeuge, dieser Messwerte, die man erhält, kann man miteinander plotten, also miteinander verbinden, und er weiß darüber ein sehr detailliertes Bild über die Gesteinsschichten und kann somit eine Abfolge der Gesteinslagen ermitteln. Das ist ein wichtiger Schritt, den man nutzen kann, weil man kann sich vorstellen, dass so eine Bohrung zeitintensiv ist, und es gibt, man kann sie einfach schnell abteufen, oder wenn man diese Bohrung komplett Kerne ziehen würde, dann zieht das diese Bohrung extrem in die Länge. Man hätte natürlich ein viel besseres Bild, aber das kann man zeitlich und wirtschaftlich bei normalen Erkundungsbohrungen gar nicht jedes Mal nutzen, sodass man gerade diese geophysikalischen Loggings einen großen Mehrwert darstellen, mit dem man mit einer Zweitmethode schnell noch sehr viel mehr über dieses Gestein herausfinden kann. Dankeschön. Anschließend daran eine Frage aus dem Chat. Gibt es Abschätzungen, wie viele Standorte obertägig erkundet werden sollen? Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich im Moment sagen, eine Kollegin hat es vorhin schon mal gesagt, wir sind jetzt, beginnen gerade den nächsten Schritt. Wir beginnen jetzt mit ganz vielen Fragen zu stellen. Wir beginnen jetzt, uns weitere Daten noch demnächst ranzuholen. Da muss man ehrlich sein, das ist jetzt für eine Abschätzung darüber noch zu früh. Ja, das würde ich unterstützen, das ist so, und das ist auch nachvollziehbarerweise so. Die Grundlage für die Arbeiten jetzt in Schritt 2 bilden ja die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung. Die ist jetzt gerade eben erst auf den Markt gekommen. Das bildet den Rahmen für die Frage, wie wir Untersuchungsräume definieren und wie wir jetzt also im nächsten Schritt vorgehen. Und insofern haben wir bis vor 3 Wochen, 3,5 Wochen natürlich intensiv daran gearbeitet, inzwischen Bericht Teilgebiete termingerecht fertigzustellen, und sind jetzt in der Planungsphase dann für den nächsten Schritt, für den Schritt 2. So, und jetzt gibt es dazu noch eine weitere Frage aus dem Chat. Ist jetzt nicht geplant, in der nächsten Phase Bohrkerne zu ziehen? Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie noch mal einmal differenzieren zwischen Schritt 2, Phase 1 und Phase 2, und das noch mal ein bisschen, da ist unsere eigene Nomenklatur und die aus dem Gesetz ja auch nicht immer trivial und nachvollziehbar. Also wann werden Bohrkerne gezogen? Genau, Bohrkerne, also in der obertägigen Erkundung, also sprich in der Phase 2, gehen wir in die obertägige Erkundung. Wahrscheinlich zieht die Frage ein bisschen darauf hin ab, dass ich gerade gesagt habe, dass das mit dem geophysikalischen Logging man gerade in der Erkundung oft versucht es zu ergänzen, damit man nicht immer Bohrkerne ziehen muss. Aber selbstverständlich haben wir natürlich auch einen ganz anderen Anspruch. Es ist noch keine detaillierte Planung von uns vorgelegt, wie wir erkunden werden, aber es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass wir auch selbstverständlich bei der obertägigen Erkundung werden wir Bohrkerne ziehen. Dankeschön. Ich glaube, das bringt uns dann nochmal in der Tat zu der nächsten Frage, nämlich das heißt ja offensichtlich, dass wir im nächsten Schritt, im Schritt 2, noch nicht über neue Informationen verfügen, im Sinne von Informationen, die wir selber durch eigene Erkundung gewinnen, sondern ja auf Basis von welchen Informationen agieren wir eigentlich? Wir agieren weiterhin auf den Daten, die die Bundes- und Landesbehörden uns zur Verfügung stellen. Ich hatte das, wie gesagt, vorhin schon mal ausgeführt. Wir können jetzt einfach fokussierter abfragen. Und wie gesagt, wir sind auch zum Teil noch mitten in Digitalisierungskampagnen, die wir angestoßen haben, um analoge Datensätze zu heben. Also ich spreche da nochmal um das Thema Bergwerke oder die sogenannten Schichtenverzeichnisse, die zum Teil auch noch analog vorliegen. Also für die, die da jetzt auch noch nicht so bewandert sind, ein Schichtenverzeichnis ist das, was aufgenommen wird, wenn man eine Bohrung abteuft. Das heißt, da steht wirklich ein Fachmann daneben, schaut sich an, was kommt da für Gestein zutage, und macht dann quasi eine geologische Einordnung. Und diese Daten liegen halt nur zum Teil digital vor, sind für uns aber ganz wichtige Informationen, wenn wir unsere Gebiete weiter eingrenzen wollen.
Prima, vielen Dank. Im Moment kommen keine weiteren Fragen im Chat, deswegen darf ich noch mal animieren, wer Interesse hat, noch Fragen zu stellen. Noch sind wir da und können diese Fragen beantworten, entweder über YouTube, über den Chatverlauf oder per E-Mail an dialog@bge.de oder auch gerne telefonisch. Dann darf ich Ihnen beiden mal eine persönliche Frage stellen mit Blick auf den Schritt 2. Was sind denn eigentlich die Dinge, auf die Sie sich besonders freuen im Schritt 2? Da würde ich einfach mal anfangen. Ich bin viel in der 3D-Modellierung unterwegs und ja, mich erfreut es halt, dass wir in Zukunft eigene 3D-Modelle bauen werden. Natürlich noch nicht von 54% der Landesfläche, sondern dann, wenn wir, das sind die Schritte, auf die ich mich sehr freue, weiterhin die Zusammenarbeit in unserem Team, unser Team auch zu vergrößern. Neue Kollegen auch zu gewinnen und ja, also noch weiter die Geologie in Deutschland zu untersuchen und dann die Strukturen und die Wirtsgesteine besser noch zu definieren, die wir suchen. Dankeschön. Ja, dann würde ich gerne noch ergänzen. Man hat es vielleicht eben gerade schon ein bisschen gemerkt, dass ich ein bisschen in die Richtung Erkundung schiele, auch in der Abteilung Erkundung arbeite und das sind natürlich Dinge, die für mich ganz spannend wären, dass es jetzt demnächst in die Vorbereitung dieser Erkundungsprogramme geht. Das heißt, dass wir jetzt schon langsam die ersten Schritte machen, dass wir uns genau überlegen, was wir denn genau vor Ort machen werden. Ich kenne zwar jetzt die Orte noch nicht, aber dass wir schon diese Erkundungsplanung jetzt massiv vorantreiben. Und dann freue ich mich auch ganz massiv darauf, wenn es denn dann irgendwann nach dem nächsten Schritt langsam auch in diese Richtung geht. Dankeschön für diese persönlichen Einblicke. Das zeigt, wir haben viele motivierte Kolleginnen und Kollegen, die hier weiter intensiv daran arbeiten, bis 2031 den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für die Endlagerung zu finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse an diesem Thema, an unserer Online-Sprechstunde. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Bin dankbar dafür, dass es ganz viele Fragen gegeben hat. Wir werden die Aufzeichnung von heute zur Verfügung stellen. Das heißt also dauerhaft verfügbar machen. Sie können sich das Video und auch den Chatverlauf im Nachgang nochmal anschauen. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen auch im Nachgang natürlich zur Verfügung, sowohl per Mail als auch gerne telefonisch. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiter konstruktiv und auch kritisch begleiten auf diesem Weg hin zu einem Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe. Mir bleibt nichts anderes, als mich bei meinen beiden Kolleginnen und Kollegen zu bedanken. Dankeschön für die gute und wie immer fachkundige Auskunft und Begleitung. Und an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Einen schönen Abend. Tschüss. Jo, tschüss.